Ja, ich freue mich total, euch hier heute Morgen begrüßen zu dürfen. Und ich habe heute Morgen über diesen Ort und über diesen Raum nochmal so nachgedacht und ich dachte, es ist für mich in meinem Leben, in meiner Wirklichkeit seit 30 Jahren der wichtigste, der schönste, der bewegendste und auch der zärtlichste Ort, an dem ich verweilen darf und verweilen durfte. Und auch der Ort, an dem ich am intensivsten und am wahrhaftigsten Menschen begegnen durfte und immer wieder begegne. Ja, und darum freue ich mich, euch etwas von diesem Ort erzählen zu dürfen und von dem, was diesen Ort ausmacht, weil ich wünsche eigentlich fast allen Menschen, eigentlich allen Menschen, dass sie auch was von der Energie und von der Liebe und von der Wandlungskraft trinken, in welchem Setting auch immer, und sei es nur an einem Tag der offenen Tür. Ich habe selbst an einem solchen Tag der offenen Tür durch kleinste Interventionen schon schwere Kümmernisse verschwinden sehen. Zum Beispiel, wenn ihr euch am Leibstand nachher einen Spischeckschen Heilstrom geben lasst. Es dauert 2 Minuten und es kann theoretisch, vielleicht auch praktisch, euer Leben verwandeln. Geht hin zum Leibstand und sagt, ihr möchtet geströmt werden. Da müssen wir ja nicht eine halbe Stunde mit euch Leibzauber machen, was auch toll ist. Aber da könnten noch ganz viele Leute in Kontakt kommen. Und wer es nicht schafft, kann sich gerne bei YouTube, außerdem habe ich es gerade im Book gepostet, mal mein Heilstrom-Video anschauen. Und diese Art des Heilströmens lernen zum Beispiel alle unsere Schüler. Unsere Schüler lernen wahnsinnig viel, aber unter anderem auch das Heilströmen, was für mich in meiner Praxis inzwischen eines der intensivsten und intensivsten Heilmittel ist, die ich anwende. Aber ich möchte gar nicht über das Heilströmen reden. Da guckt euch das Video an oder lasst euch in der Pause oder zwischen den Vorträgen am besten live strömen. Ich möchte heute über die Homöopathie reden. Einmal über die Homöopathie, wie sie hier in diesem Hause gelehrt wird. Und dann über eine besondere Form von Homöopathie, wie wir hier immer so schön sagen, über ein besonderes Format, was gerade in den letzten Monaten in meiner praktischen Arbeit einen großen Raum eingenommen hat und mit dem ich vielen Leuten helfen konnte, denen ich oder auch andere gute Homöopathen oft über Jahre mit ihrer Art von Homöopathie, mit ihren Formaten nicht helfen konnte. Vorab muss ich eins sagen, dass das, was für mich diesen Platz hier so einzigartig sein lässt, ist die Form, ich nenne das mal, von toleranter, demokratischer Gesinnung, die hier herrscht. Wir haben eigentlich nur ein Dogma, nämlich, dass wir jedes Dogma an sich ablehnen. Weil wir nennen das, was wir hier tun, prozessorientiert. Und prozessorientiert geht nicht mit Dogma. Prozessorientiert ist radikal, fast schon anarchistisch, chaotisch, bewegt, nomadisch. Und jegliche Form von Dogmen sind sesshaft, sind einengend und, wie Wilhelm Reich mal so schön gesagt haben, erzeugen emotionale Pestilenz. Das heißt, dass hier an diesem Haus eigentlich alles eine Heimat findet, was anderes ehrt, was anderes wertschätzt und was bereit ist, sich in einen Kontext von Ganzheitlichkeit liebevollst auf gleicher Augenhöhe einzuordnen. Und so sind hier in den letzten 30 Jahren ganz viele Methoden heimisch geworden, die sich draußen auf der natürlichen Naturheilszene total separieren oder manchmal sogar bekämpfen.
Und so gibt es auch nicht eine Homöopathie an diesem Hause, sondern es gibt ganz viele Homöopathien, wie es viele Homöopathen an diesem Hause gibt. Und Brigitte Kramp unterrichtet bei aller total tiefen inneren Wertschätzung mit allen anderen eine andere Homöopathie wie ich oder Ulrike Müller oder Herr Antoni oder gestern war der Herr Petersen da und erzählt unseren Schülern etwas über die Melodie einer Arznei, die man erhören muss, um das richtige Mittel zu finden. Also wir bieten hier ein sehr, sehr vielfältiges, sich aber tief gegenseitig wohlwollend betrachtendes Feld. Und es gibt unseren Schülern die Möglichkeit, den Weg von Homöopathie zum Beispiel zu wählen, der ihnen der nächste ist, wo sie sich am ehesten, ja, ich sag mal, wiederfinden, wo sie am ehesten anfangen, SAS-Wort, zu vibrieren. Und der eine, der sagt, Mensch, dieser bekloppte irre Krüger, genauso will ich es auch machen. Der andere sagt, Mensch, die Brigitte mit ihrer Intuition und ihrer Struktur ist genau das Richtige für mich. Und so ist es eigentlich ganz schön, dass man sich hier nicht dem Lehrer und seinem Dogma anpassen muss, sondern dass man schaut, hole ich mir von dem, hole ich mir von dem, hole ich mir vielleicht auch von allen und schaue, da für mich meine Synthese zu finden. Dieser in Anführungsstrichelchen demokratisch-medizinische Anspruch unseres Hauses zeigt sich noch in einem anderen Aspekt, dass wir hier an diesem Haus ja nicht mehr von uns behaupten wollen, wir wissen, was für den Patienten gut ist. Wir wissen, was der Patient ändern muss in seinem Leben. Wir wissen, wie der Patient leben muss, dass alles gut wird. Das liegt natürlich auch an uns und gerade auch an mir, weil ich mit der Zeit irgendwie einen Hals gekriegt habe, betreffs auch der Gewalt, der in dieser medizinischen, auch ESO-Szene, die da vorherrscht, dass irgendwelche Leute auf dich zurennen und sagen, ich sehe, dein Herz ist nicht offen. Und dein oberes Chakra, ganz schlecht, ja. Zuerst habe ich einfach nur gemerkt, dass ich irgendwie leicht zornig wurde. Dann habe ich gemerkt, Zorn ist bei mir nie ein Primärgefühl, sondern immer ein Sekundärgefühl. Also das macht mir einfach Angst. Mir macht es Angst, so bewertet zu werden. Und ich will auch keine Therapeuten mehr haben, die mich bewerten. Bewerten trügt mich alleine hier noch und macht 30 Jahre Dauertherapie, um das halbwegs loszulassen. Ich möchte eigentlich einen Therapeuten, der mich fragt, was er denn für mich tun kann. Ich sehe Therapeut sein als Dienstleistung und maximal möchte ich einen Therapeuten, der mir gute Fragen stellt, dass ich auf meine Antworten komme. Zum Beispiel ist deswegen auch die Gestalttherapie in unserem Hause eine ganz wichtige Grundlage, gestalttherapeutisches Denken. Unsere Supervisoren machen alle selbst für sich seit vielen, vielen Jahren die Gestalttherapie. Wir haben hier an diesem Hause mit unseren Dozenten seit 20 Jahren gestalttherapeutische Supervision gehabt. Also eigentlich sind ja alles auch kleine Gestalttherapeuten. Und die Idee von Friedrich Salomon Perls mit der geschlossenen Gestalt als Heilsschritt ist etwas, was unsere Lehre ganz tief ausmacht. Ja, aber was hier eben auch nochmal ganz wichtig ist und was hier auch gelehrt wird und was die meisten unserer Schüler irgendwann mal können, nämlich Methoden zu erlernen, mit denen sie im tiefst demokratischen Sinne eigentlich gar nichts mehr entscheiden müssen, was der Patient braucht oder warum der Patient so ist, sondern dass die Schüler, zum Beispiel, mal kurz an den Armen nehmen, machen nicht doll, zum Beispiel das Energiesystem des Klienten befragen. Sollst du lieber zu Ulrike Müller zur Homöopathie oder sollst du lieber zu Brigitte Kramp zur Homöopathie? Nee, das ist nicht so gut. Oder sollst du lieber zu Andreas Krüger, seht ihr, wie die Chakren leuchten? Ja. Das kann man jetzt auch zu manipulativ anwenden, was wir natürlich alle nicht machen. Aber wir haben hier ganz viele Methoden, wiederum für jeden eine eigene Methode, die ihm entspricht. Der eine macht es über die Armlängen, der andere über die Fußlängen. Der nächste nimmt ein Pendel, der nächste nimmt die Route,
Der fünfte fängt an zu zittern bei der richtigen Antwort. Also es gibt ja Dutzende von radionisch-kinesiologischen Testungen und die lernen unsere Schüler. Das heißt, dann ist endgültig vorbei mit Guru, nämlich es gibt nur einen Guru und das ist das Energiesystem des Patienten. Und das Energiesystem des Patienten wird gefragt, was brauchst du? Und dann sagt das Energiesystem des Patienten, was es braucht. Und wenn ihr mal wissen wollt, was wir hier zum Beispiel normal testen, wenn ein Patient in meine Behandlung zum Beispiel kommen will, ich will gar keinen Patienten mehr behandeln, dessen Energiesystem nicht direkt sagt, ich bin der Richtige, weil ich möchte nur noch die behandeln, wo ich der Richtige bin. Und dann sagt auch das Energiesystem ganz genau, was es von mir will. Und seitdem ich das so mache, seit ungefähr 10 Jahren, würde ich sagen, kann ich bestimmt ein Drittel mehr Menschen helfen, gesund zu werden. Und für mich ist meine Arbeit um 100% entspannter geworden. Weil ich eben nicht mehr selbst verantwortlich sein muss und rausfinden muss, was der braucht. Sondern weil ich mich auf die für mich wirklich heilige Wahrheit verlassen kann, die in jedem Menschen wohnt. Das heißt, auch wenn jemand zum Beispiel testet, Krüger ist der Richtige, weil er diese Chakrenstrahlen kriegt. Scherz. Testet mein Tester nochmal weiter, was für eine Homöopathie soll denn der Krüger mit dir machen? Weil Krüger kann auch mehrere Homöopathien. Auch wenn Krüger meinetwegen jetzt Homöopathien hat, die ihm mehr liegen oder weniger liegen, aber Krüger hat in den 30 Jahren bestimmt 5 unterschiedliche homöopathische Formate gelernt. Und wenn du testest Gino Miasma, mache ich mit dir Gino Miasma. Wenn du testest klassisch, mache ich mit dir klassisch. Wenn du testest Prozess, wird nochmal untergetestet, schattenorientiert, ideologieorientiert, traumorientiert, potenzialorientiert und das ist das Thema der nächsten 20 Minuten, wenn du testest Motherboard oder Milchwegorientiert, mache ich mit dir Motherboard oder Milchwegorientiert. Was ist die Motherboard-orientierte, sprich Milchweg orientierte Homöopathie, so wie wir sie hier in der SAS lehren und anwenden und damit die Möglichkeit, unseren Patienten zu helfen, immens erweitert haben. Einmal möchte ich sagen, dass ich diese Art von Homöopathie überhaupt nicht erfunden habe. Ich bin eigentlich überhaupt kein Erfinder, ich bin ein Dieb und Nachahmer. Das Stehlen ist ja bei den Indianern völlig anders bewertet wie bei den Weißen. Wenn ein junger Indianerjunge ein Mädel haben will, braucht er Ponys. Ohne Ponys kein Mädel. Das heißt, die Ponys muss er irgendwo herkriegen und die kriegen die Lakotas einfach bei den Crows, weil Crows kann man total gut beklauen und da geht dann der junge Lakota hin, klaut seine Ponys, um sein Mädel zu kriegen. Also, dass man ganz bestimmte Dinge klaut, ist hier in unserer weißen, pestilenten Gesellschaft irgendwie ganz schwierig. Aber in anderen nativen Gesellschaften gibt es eine Kultur des Klauens. Man sollte nur sagen, wo man die vorhin geklaut hat, dass man den auch ehrt, weil der die so gut aufgezogen hat. Ja? Also ich klaue gerne und ich klaue mit Liebe und die meisten der Menschen, bei denen ich klaue, freuen sich auch darüber, dass ich bei ihnen klaue. Und so habe ich die Milchweg-Homöopathie bei Rita Meier geklaut, einer wunderbaren Heilerin und Kollegin im Saarland, bei der ich schon seit 15 Jahren Seminare machen darf, die auch einen ganz tollen Mann hat, den Helmut Meier, mein großer Bachblüten- und Orchideentherapeut. Und die hat durch eigenen Prozess, durch eigenes Leid, durch eigenes ganz, ganz viel Forschen und Testen herausgefunden, und das ist eine Erfahrung, die wir leider immer wieder machen müssen, dass wir manche Menschen jahrelang homöopathisch behandeln, jahrelang, mit Mitteln, die total zu passen scheinen. Super, du bist Pulsatilla, du musst Pulsatilla sein, und ich gebe dir Pulsatilla und es passiert überhaupt nichts. Und dann standen wir da, weinend vor unseren Repertorien, das sind diese Bücher, wo alles drinsteht, und waren völlig verzweifelt, weil wir dachten, Mensch, warum hilft da nicht Pulsatilla? Eigentlich müsste doch Pulsatilla helfen.
Und dann haben wir andere Methoden probiert und Akupunktur und mischt hat geholfen. Und dann hat die Rita Meier was sehr Irres rausgekriegt. Ihr müsst entschuldigen, ich mache Handy erst, seitdem ich dran reiben kann. Mit diesen Dingern bin ich immer verzweifelt. Und mein Handy antwortet mir auch, das ist das Nette. Das sagt schön reiben, schneller reiben, langsamer reiben. Das ist das sogenannte Zärtlichkeits-App, was ich mir habe aufladen lassen. Das ist wie ein Tamagotchi, mein Handy. Mein Handy sagt auch, steck mich in die Steckdose, alles sowas. Ich finde, man sollte ein persönliches Verhältnis zu seinem Handy haben. Ich habe letztens mal in einem Interview gesagt, was mein Leben am stärksten verändert hat. Das, was mein Leben in den letzten 10 Jahren völlig verwandelt hat, waren 3 Dinge. Mein iPhone hat mir eine völlig andere Lebensqualität verschafft, eine völlig andere soziale Qualität. Dann mein TomTom. Seit TomTom kann ich mich außerhalb von Charlottenburg kaltfrei, angstfrei bewegen. Ich bin ja sonst nie über den Kudamm hinausgefahren. Immer nur Taxe und verängstigt öffentliche Verkehrsmittel. Aber TomTom, super. Und was mein Leben noch mehr verändert hat und ganz viel Charme von mir genommen hat, ist meine Einparkhilfe. Also das war, ihr glaubt gar nicht, tolle Frau mit akademischem Grad im Auto. Ich wollte irgendwie ein bisschen angeben, erzählen, was ich alles kann, und bei der Parklücke war alles vorbei. Ja? Das war immer so peinlich, wenn ich eingeparkt bin, ja? Und seitdem ich diesen Pieper habe. Und welche Parklücke willst du? Also nur mal als kurzer Exkurs. Ich behandle ja auch mit meinem Handy. Ich verschicke Heilbilder, die sich die Patienten dann zum Beispiel an den Kopf halten. Ich habe auch ein Bild von meinem Geistheilungslehrer Zbyszek Nowak. Ihr dürft euch mein Handy gerne nochmal nachher angucken. Und dann schicke ich das Bild und dann nehmen die Leute das Bild und halten es dahin, wo es weh tut, und die Schmerzen verschwinden zum Beispiel. Auch ganz spannend. Weil wer erzählt, Strahlen ist schädlich. Strahlen ist Strahlen. Die Frage ist, was macht man mit den Strahlen? Und man kann aus jedem Strahl einen Heilstrahl machen. Energie ist nie per se schlecht. Nie. So etwas gibt es gar nicht. Es ist nur eine Frage, in welche Richtung sie dreht und wie man sie einsetzt. So, jetzt zur Milchhomöopathie. Und diese Rita Meier hat mitgekriegt, dass es in unserem menschlichen System so etwas gibt, und darum habe ich es überhaupt vom Handy erzählt, wie so ein Basisort, wo die wichtigsten Informationen und Apps für unsere Wirklichkeit und die Art, wie wir unsere Wirklichkeit nehmen, auch für das, was wir von der Wirklichkeit nehmen, festgelegt sind. Und ich habe mir von meinem Computerspezialisten erzählen lassen, dass man das Motherboard nennt. Und ich fand diesen Begriff so toll, das Mutterboard. Und man sagt ja nicht umsonst, die zentralen Dinge, die saugen wir mit der Muttermilch ein. Und dann hat die gute Rita Meier herausgefunden, dass es Störungen gibt bei Menschen. Sogenannte Primärstörungen. Die Unfähigkeit, Liebe anzunehmen. Die Unfähigkeit, Fülle zu zünden bei höchster Begabung. Die Unfähigkeit, die rechten Partner zu finden, weil man einen verwirrten Wahlsinn hat. Oder, die sich nicht mit normalen homöopathischen Mitteln behandeln lassen, jedenfalls bei vielen, die sich auch nicht mit irgendwelchen verbaltherapeutischen Interventionen behandeln lassen, weil vorsprachlich, die auch anderen Therapien scheinbar trotzen, die nämlich genau eins brauchen, eine entsprechende Milch. Und scheinbar kann nur bei Leuten, die das testen, bei anderen hilft alles andere, eine Milch dieses Motherboard um- oder neu programmieren. Ein Psychoanalytiker, mit dem ich mich mal unterhalten habe, hat gesagt, ja, so eine Idee hat er auch, und für ihn wird dieses Motherboard programmiert, Zeugung bis maximal 2. Lebensjahr. Also alles, was in der Zeit da nicht raufkommt oder falsch raufkommt, das kann man nicht neu reden. Da muss man sich durch alle Firewalls des Jammers hindurchhacken, muss genau auf dieses Motherboard, muss
gelernt haben, wie man dieses Leben ist Jammern und nur weil ich jammere, lebe ich, anklicke. Und dann gibt es dieses schöne Geräusch, wenn das Ding in den Papierkorb geht. Und dann kann man mit der entsprechenden Milch ein neues App installieren. Leben ist wie guter Jim Beam oder irgend sowas. Wenn es keine Jim Beam-Reklame macht, würde noch was Besseres mit Jim Beam wahrscheinlich. Für ein 200 Jahre alter Malt Whisky oder Hotdog mit Reichen. Und das ist sehr spannend, weil selbst die alten Homöopathen, die nichts mit Testen am Hut hatten, wussten, dass die Milche sowas wie die Urnahrung in der Homöopathie sind. Und von den Milchen, die wir schon kannten über viele Jahre, haben wir auch sowas erlebt. Wir wussten von der Hundemilch, dass es im Grunde das App »Mein Vater liebt mich« lädt. Und ein ganz wunderbares Mittel für vaterlose Menschen war, besonders für vaterlose Männer, die durch diese Vaterlosigkeit einfach ihr Leben nicht auf die Reihe gekriegt haben. Auch gerade nicht ihr ökonomisches Leben. Bert Hellinger, der Begründer der Aufstellungsarbeit, hat ja gesagt, die Fähigkeit, ökonomische Fülle zu manifestieren, ob bei Frauen oder bei Männern, das ist egal, kommt über das Nehmen der väterlichen Energie. Magie, guten Sex etc. laden wir über die Mutter. Aber die Fähigkeit, Kohle zu machen und auch Kohle zu manifestieren, die laden wir über den Vater. Jetzt gibt es viele Väter ja nicht mehr, die wir noch laden können. Und da hilft uns zum Beispiel die Hundemilch, uns anzuschließen. Ich nenne das mal an diese Kollektiv nährende väterliche Energie, um dieses App auf unser Motherboard zu kriegen. Ja, ich bin in der Lage, von der Fülle, die mich umgibt, in meiner Lebenswirklichkeit Fülle zu zünden. Habe ich oft erlebt, hier bei uns ausgebildet, super Ausbildung, super Magie, super Hexe, sitzt in ihrer Praxis, vormittag kommt keiner und nachmittag wird es ein bisschen ruhiger. Und dann frage ich, wie sieht es mit dem Vater aus? Ich hasse meinen Vater. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Noch nie. Mama hat gesagt, ist ein olles, geiles Schwein. Herrlich, genau Informationen, die man braucht, um die Energie des Vaters zu lernen. Ja? So, und dann machen wir mit solchen Leuten Aufstellungen. Wir stellen den guten Vater, den Teil des Vaters, der gut war, und selbst ein Vater, der mich geschändet hat, hat einen Teil in ihm, der gut war. Ich weiß nicht, ob ihr alle Professor Emoto kennt, der Mann, der diese Sachen kristallisiert hat. Selbst Hitler hatte, wenn man das lange genug hat stehen lassen, irgendwo ein kleines Sternchen. Und der böseste Vater hat irgendwo einen Punkt, wo auch er Liebe ist. Und diesen liebenden Teil des Vaters stellen wir hin. Und diesen liebenden Teil des Vaters lassen wir nehmen. Und das Lacaninum hilft uns, eben wirklich an die Information zu kommen, wo mein Vater liebt mich, auf meine Festplatte kommt. Das wussten wir schon immer. Aber wir wussten noch nicht, dass scheinbar bei manchen Menschen, vorausgesetzt die testen es, Milche unverzichtbar sind, um diese Energie auf die Platte zu kriegen. Zum Beispiel klassische Krüger-Patientin, Charlottenburger Oberstudienrätin mit 20 Jahren Therapieerfahrung, einer Dachgeschosswohnung in der Leibnizstraße. Ich weiß, ich habe ein besonderes Publikum. Und meistens mit psychotherapeutisch-tantrischer Basiserfahrung. Tolle Frau, super Frau, sieht toll aus, hat wahnsinnig viele Kompetenzen und sagt im O-Ton, das würde ich mich als feministischer, geschulter Mann nie wagen. Ach, wissen Sie, Herr Krüger, was Männer betrifft, da fasse ich seit 30 Jahren nur ins Klo. Ich bin nie wahr, das sagen die im O-Ton. Und dann höre ich eine Geschichte, die letzten 10 Jahre lebt sie sowieso allein, weil die 5 Männer, die sie vorher hatten,
Sie hat im Grunde auf einem pazifistischen Veganer-Kongress den einzigen kennengelernt, der Alkoholiker und gewalttätig war. Wo ich denke, wie schaffen es Leute? Wie schaffen es Leute? Und wie schaffen es gerade so tolle Leute? Ja? Weil ich meine, gut, mit Ausnahme von euch natürlich, hier am SAS ist es mit den Männern natürlich völlig anders, aber da draußen sieht es ja mit den Männern wirklich nicht so toll aus. Nicht umsonst sagt Mitscherlich vaterlose Gesellschaft, aber ein paar gibt es ja doch. Aber es gibt einfach Frauen, die fassen ins Klo, selbst auf dem Veganer-Kongress. Und da haben wir zum Beispiel rausgefunden, und das konnte ich im letzten halben Jahr mindestens bei ein Dutzend von Frauen ändern, das kann ich leider nicht ganz erzählen hier, aber holt euch meinen Vortrag von den letzten Heilpraktikertagen. Da habe ich darüber einen, glaube ich, ganz schönen Vortrag gehalten. Das können wir ändern, indem wir diesen Frauen Lactama geben, die Hirschmilch. Weil die Hirschmilch entwirrt den Wahlsinn. Und ich habe das jetzt schon öfter erlebt, wenn eine Frau Lactama nennt, dass A, die ganzen Loser aufhören anzubaggern, die trauen sich mit einmal nicht mehr in einen Kreis von 5 Metern an die ran. Und dass mit einmal nur noch große, aufrechte Männer kommen, mit imaginären Geweihen. Und dass diese Frauen nach Lactama mit einmal Träume haben, dass ich denke, haben Sie schon Nebel von Avalon gelesen oder kennen Sie das nicht? Nein, habe ich noch nie gehört. Er sagt, sie träumen gerade dieses Buch, wo die Großpriesterin von Avalon nach harten Tests ihren Hirschkönig gewählt hat und diesen Hirschkönig erwählt hat und nicht das Karnickel von in der Ecke. Die Großköniginnen von Avalon erwählen keine Karnickel. Wobei, der ist ja nicht von Hause aus Karnickel, der ist ja auch nur deswegen Karnickel, weil an ihm fehlt. Und das kann man denn bei ihm auch nachnähren, indem man ihm zum Beispiel die Wolfsmilch gibt. Das ist ein tolles Mittel, um Alpha-Qualität, um Jägerqualität, um den inneren Cäsar zu aktivieren. Und dass er endlich von seiner Wahnidee wegkommt, ich bin ein Karnickel. Ich möchte abschließen mit einem Fall, wo der Patient oder die Patientin vor 14 Tagen bei mir war und jetzt irgendwie gemeldet hat, irgendwie Milch, super. Ich habe eine App, dass ich es wert bin, gewertschätzt zu werden. Und wie bin ich auf dieses App gekommen? Auch eine klassische Patientin von mir, toll, toll gebildet, wirtschaftlich erfolgreich, etc., etc. Und immer wieder aber erlebt sie, dass irgendwie die letzten Fuzzis sie auf eine Art und Weise unwürdig behandeln, wo man denkt, wie kann man eigentlich so laut um Ohrfeigen betteln, ja? Und es war ganz auffällig und sie hatte dieses Mittel auch schon von anderen Homöopathen mehrmals gekriegt, dass sie einerseits total viel wusste, total viel konnte, eine wahnsinnig tolle Ausstrahlung hatte, irre schön war, aber scheinbar jedem, der auch nur halbwegs dazu bereit war, die Botschaft gab, behandle mich jetzt bitte scheiße. Sag bitte jetzt nichts Schönes, sondern denk dir irgendwas aus, womit du mir einen reinwirken kannst. Ja? Sie hatte von Kollegen Platin gekriegt, sie hatte Barium gekriegt, sie hatte alles gekriegt, was in der Rubrik war, bei Kompetenz, Auftrag erteilen, behandle mich scheiße. Und nichts hat ihr geholfen. Und dann war sie bei meiner Supertesterin Heidi Barth, sitzt am Schamanenstand, müsst ihr unbedingt kennenlernen, eine völlig geniale Frau. Und Heidi hat den Kurplan getestet und es kam raus, milchwegorientierte Homöopathie. Und eigentlich ist die milchwegorientierte Homöopathie fast die einfachste. Ich muss dich nur fragen, was fehlt dir denn? Und dann sagst du, ich möchte behandelt werden wie eine Kaiserin.
Dann frage ich an, welche dachtest du denn so? Ach, ich dachte, das war an Katharina die Große. Super. Und dann frage ich noch ganz normal, wovon träumst du? Ja, ich träume, dass ich eine Inka-Prinzessin bin. Und ich träume immer wieder von hohen Bergen. Und ich träume immer wieder, dass ich in diesen hohen Bergen mit meinem Inka-Fürsten beim Zugucken des Kondorfluges bis zum Zittern knutsche. Welches Mittel? Na, ganz einfach. Wer wohnt da oben in den Bergen und gibt Milch? Zu hoch. Da oben wohnen für mich die schönsten Tiere mit den schönsten Augen, von deren Wolle ein kleiner Zabermantel 15.000 Euro kostet. Die Vikunias. Hast du mal Vikunia-Augen gesehen? Danach guckst du keinen mehr an. Und ich habe ihr Vikunia-Milch verschrieben, um in ihr dieses Bewusstsein zu stärken. Ich komme von da ganz oben. Und man hat mich hier zu behandeln, als wenn ein Mantel von meinem Fell 15.000 Euro und nicht, als wenn ich meinen Mantel gerade aus der Altkleidertüte holte. Ja? Und ich habe ihr dieses Mittel gegeben, das gibt es leider nicht im Handel. Ich habe das radionisch hergestellt, das lernt ihr ja auch an unserem Haus. Ihr werdet echt barfuß Guerilla-Homöopathen. Ihr könnt eure Mittel channeln, ihr könnt eure Mittel selbst herstellen. Ihr könnt eure Mittel per Heilstrom auch übertragen. Ihr könnt euch von der Leitgruppe, wer hier gerade angesprochen ist, sagt gleich, bitte schickt mir beim Heilstrom gleich mal Vikunia für mich optimale Potenz auf die Platte und dann werdet ihr erleben, was passiert, wenn ihr diese Schule verlasst. Und nicht mehr denkt, ihr seid eine Erdkröte, sondern wisst, ihr seid ein Vikunia. Wird das eine völlig andere Realität sein? Ja, und so war es bei ihr. Und die Leute sind selbst immer völlig überrascht, wenn diese neuen Apps mit einmal da sind. Weil ich merke gar nicht so viel, dass sich was bei mir vielleicht verändert hat. Aber ich merke, dass das, was mir entgegenkommt, mit einmal etwas völlig anderes ist. Und ein Lehrer, der in unserem Hause sehr geschätzt wird, der mein Leben in den letzten Jahren auch sehr beeinflusst hat, ist Valvamos. Und Valvamos sagt, wir erschaffen uns unsere Wirklichkeit, indem wir unser Bild der Wirklichkeit spiegeln auf unsere Umwelt. Und Wirklichkeit entsteht einzig dadurch, dass ihr mir was zurückspiegelt. Und das ist meine Wirklichkeit. Und wenn ich da rausgehe und nicht mehr die Wirklichkeit habe, bitte ekelt euch nicht vor mir, ich bin irgendwie Spucke an der Wand, sondern ich bin mindestens ein Vikunia. Vielleicht sogar eine Inka-Prinzessin. Dann sprechen die euch mit einmal auf Altinkerisch an. Scherz beiseite, aber es ist so. Ihr habt ja die Möglichkeit, in der Schnupperwoche in den Leib zu kommen. Ihr habt die Möglichkeit, in die Homöopathie zu kommen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch einen Vikunia-Heilstrom geben zu lassen. Janette ist unsere erste Vikunia-Heilstrom-Therapeutin. Ja? Sie kann euch auch für gute Geschäfte einen Elefanten-Heilstrom geben. Ja? Oder wenn ihr eine etwas erfülltere Sinnlichkeit haben wollt, dann lasst ihr euch vielleicht einen Seekuh-Heilstrom geben. Ja? Der Seekuh-Heilstrom erhöht sofort eure Angebote, dass man mit euch kuscheln wollte. Ja? Sowas zum Beispiel. Ja? Also, ich meine, wenn ihr das etwas wilder wollt, lasst euch einen Bulugu-Heilstrom geben. Das sind alles wirklichkeitsschaffende Maßnahmen, die wir hier an diesem irren, ausgeflippten Ort, an dem man dann auch noch super fundamentalistische Anatomie und Physiologie lernt, was dazu führt, dass wir weltweit die Heilpraktikerschule mit den höchsten Bestehensquoten sind. Also ihr kriegt hier nicht nur so irre Sachen beigebracht, wie werde ich ein Vikunia,
sondern ihr kriegt auch beigebracht, alles, was ihr braucht, um die Heilpraktikerprüfung zu bestehen. Aber ihr seid dann halt das Erste, die kunden ja, was die Heilpraktiker. Und euer Amtsarzt wird völlig anders mit euch umgehen, wenn ihr da irgendwie mit einer Vicuña-Selbstverständlichkeit reinkommt oder mit einer Kanicke-Selbstverständlichkeit. Also in dem Sinne, beschäftigt Janett, beschäftigt unser Heilströmer, es leben die Vicuñas.